Hallöchen, liebe Traderinnen und Trader, heute auf der Uhr Gold, Euro, britisches Pfund und aus der Nebenreihe hier Euro, polnisches Zloty. Das ist eine interessante Situation dort. Da habe ich mir nicht nehmen lassen, die einfach mal heute in die Handelsideen mit reinzubringen. Ich mache das ja immer mal, so ein paar Kleinigkeiten am Rande nebenbei, weil wir haben ja hier bei Tickmill nicht nur den Euro und den Dollar den DAX und den S&P 500 zum Traden, sondern eine ganze Latte an Währungen. Und da passiert es in dem einen oder anderen Chart natürlich auch mal, dass wir hier eine interessante Handelssituation finden. So heute, ja, bei unseren polnischen Nachbarn hier in Deutschland. Bevor wir reingehen in die ganze Geschichte, natürlich hier der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann durchaus zu Verlusten führen. Das ist, wie es ist. Das ist das wahre Leben. Das gehört zum Trading auch dazu. Was hier bei uns in der Sendung jeden Morgen auch dazu gehört, ist auf alle Fälle die Freude meinerseits über die vielen Zuschauer und auch über die guten Morgengrüße. Die sehe ich immer, auch wenn ich nicht immer auch gleich drauf antworten kann. Ich freue mich drüber, gebe das Ganze auch zurück und sag wie immer gerne den ein oder anderen Wunschmarkt reinposten. Ich sehe gerade hier, so schaue ich so zur Seite, hier die guten Morgengrüße über Facebook reinkommen. Also wer einen Wunschmarkt auf dem Herzen hat, bitte einfach rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook und dann können wir ohne Probleme hier den ein oder anderen Wunschmarkt mit besprechen. Wer übrigens Freunde hat, die selber auch traden, bitte auch einfach weiterempfehlen, weil ich kriege immer mehr die Rückmeldung. Es hilft schon, dass wir es hier morgens machen, interessante Ideen zu besprechen. Einfach weiterempfehlen. Da freue ich mich drüber. Die Community wächst Stück für Stück. Das ist ein tolles Projekt, was hier am Laufen ist. Und das macht halt einfach auch Spaß. Auch wenn das Trading nicht immer so geht. Es gibt immer wieder Chancen. Jeden Morgen aufs Neue. Und die beleuchten wir hier. Chancen werden zum Teil auch verursacht durch Nachrichten. Deswegen schauen wir gleich mal auf die Nachrichten für heute. Aus der Nacht kam ein bisschen was, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch hier. Schweiz hat die Arbeitslosenquote heute am Morgen auch gebracht. Hier haben wir eine 3,4. Das ist ein bisschen höher als das, was vorher war. Aber ich denke mal, das wird nicht so dramatisch sein. Bei uns in Deutschland sind die Zuwächse etwas größer gewesen. Und an die USA braucht man gar nicht denken. Auch wenn es da vielleicht einen Rechenfehler gab. Keine Ahnung. Aber ja, ist schon ein bisschen peinlich, wenn sowas über die Äther kommt. Aber gut. Es ist, wie es ist. Wir können das nicht zurücknehmen. Wir können drüber schmunzeln und dann gucken wir, was die Märkte hier draus machen. Handelsbilanz aus Deutschland haben wir bekommen. Die ist rückläufig zum wiederholten Male. Ich muss mal ganz kurz reinschauen. Wir sehen es hier. Wartet mal, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, wie sich das Ganze entwickelt, weil das ist relativ interessant, wenn man das Ganze immer so ein bisschen beobachtet, nämlich die ganze Geschichte mit auch der Bilanz ist ja sehr, sehr stark verknüpft, logischerweise mit dem Thema der Exporte. Ganz klar, Handelsbilanz, Exporte, Importe, die beeinflussen das Ganze, ja. Also, und schaut mal hier, ich gucke mir das Ganze immer auf Investing an. Ich mache das jetzt einfach mal einfach hier durch eine Grafik ausgeschnitten und rein ins Feld gebracht. Schaut es euch mal an. Ich hoffe, man kann es lesen. Wartet, obala, das hängt hier ein bisschen so. Na, liebes Tool, hier, da ist es. Ich hoffe, man kann das erkennen. Wartet mal, geht so ein bisschen besser. Ich krieg's so nicht rübergeschoben. Dann machen wir es jetzt so, wie es ist. Also, was wir hier in dieser Grafik entsprechend sehen, ist, dass wir hier lange, lange Zeit weit, weit oben in der Bilanz war. Das war so unser Schwungbereich oben, die 20 Billionen Marke hier. Und jetzt sehen wir die Rückschritte, die stärkeren Rückgänge, die wir hier seit der Corona-Krise haben. Das ist ganz einfach dem geschuldet, dass sich der Export auch so massivst verändert hat, ne? Und wir werden hier sehen, sobald sich die Lage wieder so ein bisschen bessert, weil das sind jetzt natürlich die Daten aus dem April. Wir haben mittlerweile Juni, ja, also das ist relativ alt, aber die Zahlen sind halt da und die zeigen uns halt, wie es war. Und wenn wir jetzt beispielsweise sehen, dass es im Mai oder im Juni schon wieder besser wird, dann werden wir das hieran auch sehen. Und das ist genau das, was die Indizes spielen, diese Hoffnung auf mehr. Und wenn diese Hoffnung dann auch bestätigt wird durch harte Fakten, durch feste Zahlen, dann ist das das Bild, was hier zusammenpasst und dann ist das, wir sehen, die Wirtschaft erholt sich dann relativ zügig. Wir müssen drauf warten. Schauen wir mal, was hier in Zukunft rauskommt. 11 Uhr bekommen wir dann noch das BIP aus der Eurozone hier für das erste Quartal. 12 Uhr gibt es eine Pressekonferenz seitens der OPEC. Die Ölpreise sind ja schon wieder ganz schön ordentlich auch angestiegen. Auch das ein Zeichen, ein bisschen für die Normalisierung entsprechend der Lage. Um 16 Uhr gibt es die JOLTS-Stellenangebote aus den USA.
Am Nachmittag spricht dann auch noch, ich sehe es gerade hier auf der britischen Seite von der Bank of England, ein MPC-Mitglied. Und dann gibt es am Abend noch Informationen zum API-Rohöl-Lagerbestand heute um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Das mal so der kleine Blick hier entsprechend rein. Das, was wir heute so ein bisschen erwarten können. Ich sage aber wie immer, bitte auch den eigenen Nachrichtenchecken machen für die eigene Währung, die hier entsprechend getradet werden. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein, ja, in die Charts und wir gucken uns die Wunschmärkte an, wir gucken uns die, ja, Handelsideen an und wir schauen dann auch noch auf den DAX. Der ist auch, hat sich gestern relativ interessant entwickelt. Aber zuvor fangen wir mal mit den Währungen an und ich fange mal mit den kleinen Dingen auf der Hinterseite entsprechend an. Und zwar hier an dieser Stelle mal den Blick. Ja, in die Nebenwährung hier, Euro, polnischer Zloty. Und hier sehen wir was relativ Interessantes, was mir gefallen hat bei der reinen Chartanalyse. Verortet das Ganze hier, wir sehen es schon in einem Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend ist hier nach unten schön gelaufen. Hier sehen wir auch das Untergeordnete. Das ist das, was hier so ein bisschen gestrichelt, gekennzeichnet wird. Und wir sehen es hier oben drinnen, oben um die Marke von knapp über den Daumen 4,46. Da hat der Markt sich nicht drüber weggetraut. Das heißt, er hat an dieser Stelle immer angelupft und ist nach unten gelaufen. Das haben wir hier auch in den vergangenen 3 Handelstagen gesehen. Anstiege nach oben wurden immer wieder abverkauft und dadurch ist der Weg hier ja, der leichtere Weg nach unten gewesen an dieser Stelle. Und hier wird es jetzt natürlich sehr, sehr interessant, wenn sich dieses Bild nach unten fortsetzt. Ja, wir sind ja hier schon unter die kleine Trendlinie drunter gelaufen. Das könnte durchaus interessant zur Unterseite werden. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz hier im Stundenchart auch an, das ganze Bild. Ich mache es mal kurz etwas kleiner. Ich raff's mal entsprechend etwas zusammen. Zuvor mache ich mal das Bild noch groß hier für die Facebook-Zuschauer, damit man den Chart auch gut erkennen kann. So, jetzt mache ich hier ein bisschen kleiner. Und hier sehen wir, was ich meine. Wir sind hier entsprechend mittlerweile oben angestoßen. Hier sehen wir es. Hier sind wir angestoßen, runtergedreht. Und hier kommen wir nicht so richtig rauf. Und jetzt fängt der Markt hier an, nach unten zu drehen. Und das wäre jetzt tatsächlich interessant. Sollte es der Markt schaffen, sich hier unten sozusagen zu profilieren und die Stärke nicht zu finden, wieder nach oben zu laufen, sondern tatsächlich unter dieser leichten Trendlinie zu verharren und dann nach unten zu fallen, dann wäre es interessant, was passiert hier unten bei 4,415. Wenn das weiter nach unten genommen wird, ebnet sich der Weg, dann wird das Signal, die Signallage oben definitiv nach unten hin bestätigt und das zeigt uns dann den Weg zum Trendtief entsprechend hier unten auf die Marke von 4,37. Als kleiner Zwischenanlaufpunkt noch dieses Level hier um die 4,40. Diese Marke ist auch da. Das war hier unten so ein Auffangbereich, als der Markt hier oben rumgedreht ist. Das sind Marker, die haben wir da und das ist durchaus interessant. Sollten wir wieder nach oben schnappen, das heißt der Ausbruch hier nach unten ein Fake gewesen sein, dann ist natürlich der erste Anlaufpunkt hier oben der Widerstand um die 4,46. Mittelfristig könnte es dann natürlich deutlich höher gehen. Das wäre dann eine Komplettumkehr der gesamten Lage hier im euro-polnischen Zloty. Damit gehen wir zur Währung euro-britischer Pfund und danach kommt der Goldpreis dran. So, jetzt schiebe ich das erstmal kurz rüber. Euro-britischer Pfund, den hatten wir ja gestern schon mal in einer Frage, in einem Wunschmarkt, aber hier hat sich gestern der Markt doch relativ interessant entwickelt. Deswegen habe ich das heute mal in die Sendung mit reingenommen. Und zwar ist hier die Situation so gegeben, ich zoome es mal kurz, na, wegzoomen muss ich nicht. Wir gehen mal ganz kurz auf den Tageschart. Wenn wir uns das Ganze im Tageschart mal anschauen, wir sehen es, wir sind hier unten von 0,86,8 ein ganzes Stück nach oben gelaufen, auch getrendet. Der Trend ist definitiv auch da. Und wir sehen es hier an dieser Stelle, wartet mal, ich mache mal kurz den Timeframe rein. Hier, schaut mal, wenn ich es mal etwas näher ranzoome, sieht man es. Das hier entsprechend ist der Trend nach oben, also erste Bewegung, Gegenbewegung, zweite Bewegung, Korrektur, dritte Bewegung. Jetzt sind wir hier unten in diesem Tiefbereich um die 0,88. Das ist der Schwungbereich, wo wir hier schon seit einer gefühlten halben Ewigkeit einfach nur hin und her pendeln. Unten ist der Support bei 0,88,8. Oben ist der Widerstand bei 0,90 und da ding, 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 oben ran, unten ran und immer wieder hoch und immer wieder runter. Wir hatten hier mal einen kleinen Ausbruchsversuch nach oben, der wurde aber direkt wieder abverkauft. Das war schon ein Zeichen von Schwäche. Und jetzt wird es wirklich interessant. Sollten wir uns tatsächlich hier nach unten lösen können und das Ganze nach unten wegschieben, dann hätten wir hier eine bestätigte Schulterkopf-Schulterformation an dieser Stelle. Für diejenigen, die das so nicht sehen, zeichne ich es mal kurz ein. Schaut mal hier, das ist die linke Schulter, das ist der Kopf und das ist die rechte Schulter, die sich hier entsprechend entwickelt.
entwickelt. Die Situation hier unten ist nicht gerade meine persönliche Lieblingssituation. Ich mag es lieber, wenn der gleiche unten drunter durchfällt, anstatt hier unten nochmal so ein bisschen zu bouncen. Aber wir haben halt blöderweise hier an dieser Stelle, wo die Nackenlinie verläuft, an der Stelle haben wir halt leider, muss ich sagen, auch noch einen Support drunter. Und das macht das Ganze natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man ein bisschen abwarten. Aber das ist halt auch ein gutes Zeichen, wenn der tatsächlich unten drunter durchbricht, unter dieses Unterstützungslevel hier. Wenn ich es mal näher zusammenraffe, sieht man auch, wo es herkommt. Schaut mal, das war der Wendebereich hier unten um die 0,8864. Dieser Wendebereich, der ist jetzt natürlich ein Support, ne? Der hat hier einmal gehalten und da testen wir uns jetzt dran. Aber wenn das Ganze wegbricht, dann haben wir relativ gute Chancen, relativ recht zügig so rum auch nach unten zu laufen. Und dann sind die nächsten Anlaufpunkte hier im 4-Stunden-Chart auch relativ gut auszumachen. Was habe ich denn heute mit dem Wort relativ? Ich streiche das mal weg. Also, Anlaufmarker hier, der kleine Drehbereich um die 0,883, dann haben wir hier einen Unterstützungsbereich um die 0,881 und dann ist der Weg nach unten auch relativ frei. Hier, also 0,86800 ist der Support unten am Zwischentief und zwischendrinnen haben wir hier noch einen Bereich, einen Drehbereich um die 0,871 in etwa, wo wir auch Anlaufpunkte haben. Wir haben ein paar schöne Marker auf der Unterseite, die wir planen können. Will der Markt allerdings nicht hier runter, dann sollten wir nach oben schauen, wo Anlaufpunkte sind. Dann könnte dieses Ping-Pong-Spiel zwischen der unteren Range und oberen Range-Seite weitergehen. Heißt also an dieser Stelle unten nach oben nach unten und da haben wir Marker drin liegen. Wenn es drüber geht, Zwischenlevel hier 0,8929 und dann haben wir schon wieder die 0,90 oben auf der Uhr im britischen Pfund, im euro-britischen Pfund. Das Ganze hier, wie ich schon gesagt, mit Blick in den 4-Stunden-Chart. Wer das Ganze im Kleineren sich mal betrachten möchte, der sieht es natürlich auch. Hier unten sehen wir es, wie es runterlief. Dann da war der Abprall von oben, da kam die Schwäche rein, dann der erste Schub nach unten, dann das Korrekturmuster hier an dieser Stelle und dann zack, ging es nach unten, dann trendig, dann hat der Markt hier angefangen, auch ein bisschen hin und her zu schwinden. Und das ist jetzt wirklich interessant, ob der Markt hier unten durchbricht oder nicht. Wie ich schon gesagt, wenn er diesen Unterstützungsbereich rausnimmt, haben wir gute Chance auf tiefere Kurse. Und damit schauen wir in den Goldmarkt rein. Gold ist ja mittlerweile ja ein Stückchen in die Korrektur gegangen. Und hier wird es jetzt sehr, sehr interessant, wie es weitergeht. Ich zeige euch mal ganz kurz hier den Goldpreis auf Tagesbasis. Da sehen wir ihn hier drinnen. Ja, schöner Aufwärtsschwung, seitdem wir hier im März die Tiefs an den Aktienmärkten haben, sind wir hier auch rumgedreht. Auch das Level, wo wir rumgedreht sind, das war sehr, sehr interessant. Das war ein sehr, sehr wichtiges Unterstützungslevel. Und hier sehen wir auch, dass der Markt sich an solchen Unterstützungsleveln immer wieder auch festhält und Käufer findet. Und wir sehen es, wo wir hingelaufen sind, im Hoch auf 1765 US-Dollar. Und jetzt wird es interessant. Interessant aus der Weise her, weil wir hier, ich gucke es mir mit Ihnen gleich auch in der kleineren Perspektive an. Aber schaut mal, hier ist ein Drehbereich um die Marke von 1692. Und das wird jetzt interessant, weil wir sehen, abwärts gerichtet ist momentan der untere Trendverlauf. Das ist die Korrektur zum Aufgang nach oben. Was wir allerdings gemacht haben, ist, wir haben diesen wichtigen Schwungbereich aus dem Markt genommen. Und das ist so ein bisschen ein Zeichen, dass der Markt eher schwächer wird. Aber wir haben hier unten um die 1672 einen leichten Auffangbereich gehabt. Ich kann diese Marke mal kurz rüberziehen. Hoppala, das wollte ich so nicht haben. Das wollte ich eher so haben. Also wenn wir das mal hier drüben dran setzen, schaut mal, das ist so ein bisschen schon ein marktbeachteter Drehbereich hier unten. Ne? Also hier sind wir rangelaufen, abgeprallt, drüber gelaufen, rangelaufen, hochgelaufen. Hier sind wir rangelaufen, kurz hoch, drunter, wieder hoch. Hier sind wir rangelaufen, wieder hoch. Hier sind wir rangelaufen, dann ging es wieder hoch. Also das ist schon ein Bereich, diese 1672, die Käufer findet und Käufer auch von Käufern gesucht wird sozusagen. Und jetzt wird es spannend, wie es hier weitergeht, weil wir sehen untergeordnet einen laufenden Abwärtstrend. Ich nehme mal kurz die automatische Trenderkennung raus, rücke das Bild ein bisschen zusammen. Und hier sehen wir es am Laufen. Ne? Hier hatten wir Abwärtstrend, dann gab es einen Schub nach oben, jetzt haben wir wieder Abwärtstrend. Also hier haben wir sozusagen eine Korrektur am Laufen, die sieht sozusagen so hier aus. Bewegung, Korrektur und dann ging es hier nach unten. Und jetzt wird es halt wirklich interessant, was passiert an dieser Stelle. Wenn sich der Markt tatsächlich oben drüber stabilisiert, also über diesem Level hier, ich habe das jetzt mal grün gekennzeichnet, die 1692, weil der Markt jetzt wieder drüber gelaufen ist, also das durchaus eine Unterstützung sein könnte, aber auch in Rot, weil es halt auch ein Drehbereich, ein Widerstandsbereich ist, wo der Markt sich erstmal drüber stabilisieren muss. Wenn er da drunter fällt, ist der Fokus ganz klar wieder auf die 1672 US-Dollar-Marke gerichtet.
Kurse unter dieser Marke finden natürlich auch Anlaufpunkte, und zwar die planbaren an dieser Stelle. Was wir hier haben, das Bruch- und Drehlevel hier um die 1640 und dann hier an dieser Stelle dieser kleine, ja sag ich mal, Zacker nach unten hier bei 1660. Das sind Marker, die wir auf der Unterseite im mittelfristigen Bild haben an dieser Stelle, um das Ganze ranzugehen. Wer das Ganze im kleineren traden möchte, der kann sich natürlich auch sagen, okay, Seidel, wir haben hier eine Umkehrsituation, hier haben wir sie ja definitiv da. Ich skaliere das mal ganz kurz ein bisschen anders. Schaut mal hier, das ist jetzt die Gegenbewegung. Da sind wir definitiv drunter gelaufen. Diesen kleinen Trend haben wir rausgenommen. Das ist auch das, was wir hier entsprechend, na gut, hier sehen wir es noch nicht. Aber wenn wir uns das Ganze mal in der untergeordneten Zeiteinheit anschauen, dann sehen wir, wie der Markt dort Stück für Stück rumdreht, dass wir unter diese Linie laufen. Und schaut mal hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle fallende Tiefs und fallende Hochs an dieser Stelle. Also hier ist es hoch, da ist es tiefer hoch, hier sind die Tiefs, wie sie entsprechend abfallen. Und hier an dieser Stelle, der Schwungbereich ist auch rausgenommen worden. Wartet, ich zeichne euch das nochmal ganz kurz ein. Schaut mal hier, das war ein Hoch, das war ein Korrekturtief, hier sind wir rübergelaufen, da sind wir definitiv drunter gelaufen. Und jetzt haben wir hier im Kleinen diesen Gegentrend und das ist entsprechend die Umkehr. Schaut mal, wir sind hier raufgekommen und das ist die Umkehr, die wir haben. Hier ist der Aufwärtstrend, das ist die Korrektur gewesen zu dem vorherigen Abwärtsschub, wenn wir die kleineren Zeiteinheiten als Richtungswert sozusagen nehmen. Und das Ganze, wenn wir das jetzt hier, warte mal, ich muss mal die Zeichen noch löschen, alle Zeichen löschen, so. Gut, also wenn wir das Ganze als Richtungsgeber nehmen, dann haben wir, sobald sich das hier nach unten hin fortsetzt, wenn die 15 Minuten weiter nach unten trenden, haben wir hier mit Basis auf den 4 Stunden das Umkehrsignal, hier der erste Verkaufsdruck und hier die Trendentstehung dann nach unten. Und wenn das weiter nach unten läuft, dann haben wir hier den Weg nach unten frei und dann können wir uns auch zur Unterseite orientieren. Das heißt, dann kann der kurzfristige Trader durchaus sagen, nu, nu, da geht's nach unten, wie wir Sachsen das hier sagen. Und Anlaufmarke haben wir einfach da. Wir sehen es in der Stunde sehr, sehr schön. Wir können es auch in den 15 Minuten sehen. Übrigens, wenn ich mir hier die 4 Stunden als Richtungsgeber nutze, dann trade ich lieber die 15 Minuten dort rein, als anstatt die Stunde. Aber die Anlaufmarker, die sind halt teilweise auch in der Stunde zu sehen. Aber wenn wir uns in den 15 Minuten uns einfach mal anschauen wollen, schaut mal, da haben wir hier einen Schwungbereich um die 1686 und der nächste Schwungbereich, den hätten wir dann hier unten drinnen, um die Marke von 1677. Das sind die Anlaufpunkte, die wir zur Unterseite haben, bevor wir dann den nächsten Bereich hier um die 1671 US-Dollar für die Fein und so Gold mit avisieren. Das ist das, was uns der kleine Trend hier in den kürzeren Zeiteinheiten zeigt. Bleiben wir drüber, wie schon gesagt, dann haben wir ganz klar den Weg auch wieder mit nach oben gerichtet. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich keinen Abwärtstrend machen, beziehungsweise wir vielleicht ein Stück nach unten gehen und dann rumdrehen, dann wäre es das erste höhere Tief und dann haben wir Chancen nach oben zu laufen. Wenn das kommt, können wir die Oberseite avisieren. Da haben wir dann hier an den Swing Highs, die wir hier haben, also an den Korrekturhochs, an dem Weg nach unten, hat der Markt ja immer mal durchgeatmet und das sind so die Marke um die 1722, 1745 beziehungsweise 1753 US-Dollar. Das sind die Werte, die wir hier zur Oberseite als Planungspunkte entsprechend mit drinnen haben. Und damit haben wir unsere Handelsideen durchbesprochen. Da habe ich dann gesagt, wir gucken uns das Ganze gleich mal noch im DAX an, wie der DAX sich hier entsprechend entwickelt und machen hier mal so einen kleinen Fahrplan auch für den heutigen Tag. Warum machen wir das? Wir sehen, der Trend hat sich schön nach oben fortgesetzt, wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde auch anschauen wollen. Wir hatten hier eine feine Konsolidierung an dieser Stelle, also hier in diesem Bereich. Das Konsolidierungslevel, hier sind wir nach unten gelaufen, haben schön gedreht und dann hat sich das Ganze weiter nach oben hin fortgesetzt. Und jetzt sind wir an einer interessanten Stelle verortet, nämlich hier oben, schaut mal, da als der Trend gedreht hat, also der große Aufwärtstrend im DAX, ich raff's mal kurz zusammen, schaut mal hier, das war der letzte Schub vom Trend entsprechend und da hatten wir hier dieses wichtige Level um die 13.000 Punkte Marke und da stehen wir jetzt davor. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant, was hier passiert. Sollten wir kurzfristig einen Abprall bekommen, könnten wir durchaus eine Korrektur mal locker bis 12.600 Punkte erstmal sehen. Fliegen wir drüber, das wäre ein sehr, sehr starkes Zeichen, dann geht es direkt Richtung Allzeithoch. Also das läuft jetzt nicht direkt durch Richtung Allzeithoch, aber es kommt dann schon entsprechend auch in greifbare Nähe. Und wir sehen es ja auch bei den US-Indizes, die arbeiten sich auch immer wieder Stück für Stück nach oben vor. Und das ist dann doch die interessante Sache, die wir hier an dieser Stelle sehen. Und wenn wir uns den DAX jetzt mal kurz auf Stundenbasis anschauen, dann sehen wir halt an dieser Stelle auch Marker zur Unterseite. Also sollten wir hier tatsächlich oben abprallen, hier an dieser Stelle,
Das heißt, dass, wartet mal, ich mache mal die Trenderkennung kurz raus. Das heißt, dass wir hier oben durchaus Schwäche sehen. Dann wäre es interessant, im kleinen Bereich, was passiert hier oben? Sollten wir hier einen Abwärtstrend finden? Schaut mal, ich mache mal kurz die kleinere Trenderkennung rein. Schau mal, hier, der Markt läuft hier leicht trendig schon nach unten. Und wenn wir jetzt gleich zur Markteröffnung beispielsweise hier unter dieses Level fallen, so knapp über den Daumen, 12.840 Punkte, beziehungsweise das kann man schon ein Stückchen höher ziehen hier oben, also 12.840 bis 12.850, das ist so der Schwungbereich. Sollten wir da drunter fallen, dann haben wir durchaus die Chance, etwas Korrektur zu sehen. Und wenn die Korrektur läuft, dann können wir uns ein bisschen orientieren an den Schwungbereichen. Und die haben wir hier liegen, ganz grob über den Daumen bei 12.740 beziehungsweise hier unten 12.600 und ein paar eine 70 Punkte. Das sind die Anlaufpunkte, die wir unten haben, die kleinen. Dann haben wir hier entsprechend als nächstes noch den größeren Kaufbereich um die 1000, um die 12.500, naja, 63 bis 65. Hier hatten wir den Drehpunkt oben noch dran. Also Marke haben wir hier genug, die wir zur Planung benutzen können, wo wir ranlaufen können. Und das Ganze hier auf der Unterseite zu beleuchten, sollten wir oben einen kleinen Abprall bekommen. Ju, dann würde ich sagen, ist das soweit durch? Ich sehe gerade, GoToWebinar hat sich gerade wieder verabschiedet. Das ist schade, aber irgendwie, ja, müssen wir mal schauen, wie wir die Technik auf GoTo hinbekommen. Ich hoffe, die Zuschauer sind nicht allzu traurig. Morgen früh geht es da an dieser Stelle auch weiter. Ansonsten, Fragen jetzt auf Facebook habe ich keine. Ich sage an dieser Stelle danke für das Zuschauen und sage bis morgen 8:30 Uhr wieder der Live-Blick in die Märkte. Blog-Eintrag gibt es vorher. Allen gute Trades und einen entspannten Handelstag. Tschüss und danke fürs Zuschauen.